schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wenn ihr dieses Video und meine Stimme gerade wieder hört, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, denn die nächsten 10 bis 20 Minuten werden ungefähr 20% von eurem Denkvermögen einschränken. Ach ja, by the way, nochmal danke für das nice Feedback auf meinem neuen Channel, Verbrechen hautnah. Kuss geht raus an alle Leute, die darüber gegangen sind und sich das erste Video reingezogen haben. Dort gibt's bald neuen True Crime Content. Aber jetzt schließen wir erstmal darauf, vergessen kurz alles, was wir in unserem Leben bis hierhin gelernt haben und ziehen uns jetzt ein paar TikTok- und Instagram-Clips rein, die, naja, was soll ich sagen? Der beste Anmachspruch ever. Bist du ein AMG oder warum wirst du lauter, wenn ich schneller werde? Walla, Krise. Oh my God, Bro, ich habe echt mit allem gerechnet, aber nicht, dass das Video so startet. Walla, Krise. Bin ich der Einzige, der gerade beim Anschauen von diesem Video irgendwie am gesamten Körper, einschließlich meiner großen Zehe, Gänsehaut bekommen hat? Nein, ich bin nicht der Einzige, oder? Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ich der Einzige bin. Ja, wer auch immer diesen Anmachspruch mal probieren will, bitte schickt mir unbedingt ein Video davon auf Instagram oder einen Screenshot, wie ihr das eurem Crush schreibt. Ich werde das 100% im Video zeigen, wenn das jemand gemacht hat und es vielleicht sogar funktioniert. Obwohl, das wird wahrscheinlich niemals funktionieren, euer Crush wird euch wahrscheinlich blockieren und ihr werdet danach in Depressionen verfallen. Naja, egal, probiert es trotzdem gerne mal aus. Wisst ihr, manchmal, wenn ich so durch den Tag laufe, einfach den Alltag auf mich einprasseln lasse, dann vergesse ich immer, yo, wir sind Menschen, hier irgendwo auf der Erde, irgendwo in dem Universum, sind wir einfach mit 500.000 km/h am Rumfliegen und wir können eigentlich machen, was wir wollen. Wir können einfach aus der Tür rausgehen und einfach genau das machen, worauf wir Lust haben. Wir haben einen freien Willen. Ja, aber was dieser Typ hier darunter versteht, seinen freien Willen einfach mal auszulassen, das ist wirklich crazy. You mind if I be in a video? Dude, no. Can you get out? We're like in the middle of something right now. Oh, my bad. Sorry. Okay, also jetzt nochmal zu meiner Verständnis. Der sieht dort irgendein Interview, geht hin, fragt, hey, könnte ich zufälligerweise mitmachen? Sie sagt nein und jetzt dreht er wieder rum oder was macht er jetzt? Stellt euch mal vor, so, der holt jetzt so ein Feuerlöcher raus und schießt so die ab und ich sprüht ihn so voll ins Gesicht. Ja, wahrscheinlich, oder? Was laber ich hier gerade? Wahrscheinlich wird der jetzt einfach so random ein Feuerlöcher rausholen. Was laber ich hier eigentlich gerade? Ich habe absolute Psychosen. Oh, my bad. Sorry. Okay, sorry. Oh, shit. Okay, gut, ich halte mein Maul. Der Typ hat gerade wirklich einen Feuerlöcher rausgeholt und hat einfach diese Interview dort abgespritzt. Ja, ich habe abgespritzt gesagt. Und ja, ich bereue es. Wie unglaublich random war dieses Video. Wer ist dieser Typ? Der ist wirklich die Definition von einem freien Willen. Der macht halt wirklich genau nur das, worauf er Bock hat. Was müssen sich diese Interviewer gedacht haben, die einfach normal ein Interview machen wollten, mitten draußen auf der Straße, wahrscheinlich noch für ein Schulprojekt oder so. Auf einmal kommt da irgend so ein Randy mit einem Handy in der Hand, macht TikTok und sprüht dich mit einem Feuerlöcher ab. Sag mir, dass du in Amerika wohnst, ohne mir zu sagen, dass du in Amerika wohnst. Sei froh, dass der Typ nur einen Feuerlöcher dabei hat und keine... Wer kennt es nicht, diesen Moment, wenn man einfach mal so rausgeht, überlegt, hey, was könnte ich heute eigentlich machen? Man ist ein bisschen am Spazieren, findet diesen Feuerlöcher und kommt dann auf die Idee, hey, lass mich doch einfach mal die Interviewer mit meinem Feuerlöcher absprühen. Sowas nenne ich einen gelungenen Tag, wirklich. Und kommen wir von der einen verrückten Person direkt zu der nächsten verrückten und gestörten Person und die Überschrift lässt mich schon Schlimmes erwarten. Gen Z in Ausbildung, Rente AD. Oh nein, was erwartet mich jetzt, wenn dort steht Generation Z in Ausbildung? By the way, kleines Shoutout an Bennett. Ich habe tatsächlich noch nie eine Ausbildung gemacht in meinem Leben. Ich war noch nie normal arbeiten, außer mit 15, 16 oder so, wo ich ein bisschen gekellnert habe. Und das Ding habe ich dann auch nach 2-3 Wochen geschmissen, weil ich irgendein Opa braune Soße am Sonntag auf seine Hose gekippt habe. Der Sch*** war mir dann so unangenehm, ich habe wortwörtlich das Handtuch und meine Schürze geworfen und bin durchgezogen. Und ja, dann bin ich einfach zu YouTube gekommen und der Rest ist Geschichte. Mein Leben wäre bestimmt deutlich besser, hätte ich einfach nochmal diesen Kellnerjob weitergemacht. Warum hat mir keiner gesagt, dass das so anstrengend ist? Ich musste heute einen Kaffee zubereiten. Das war so kompliziert.
All diese Knöpfe, ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will einfach nur das Geld haben und nicht mehr arbeiten. Na, wir sind gefickt. Ich sag euch so, wie es ist. Wir sind wirklich am Arsch. Das war's mit uns. Ich gebe unserem Land und der Welt noch so 10 bis 20 Jahre maximal, weil dann sind auch die Letzten aus der Generation Z oder der Generation XY, was weiß ich, A, B, Q, R, L, C, H, sind dann auch am Arbeiten. Und genau dann wird es auch solche Leute geben, die entweder nur am Heulen sind, weil sie keinen Kaffee machen, oder die sich einfach random dazu entscheiden, yo, ich werde jetzt einfach YouTuber. Ich schreibe einfach mal ganz kurz auf alles. Ich tue gar nichts für die Welt, sondern mache einfach nur YouTube. Content. Und spätestens dann, ja, dann ist die Welt am Arsch, weil es keine Leute gibt, die mehr normal arbeiten. Dann war es das mit uns. Aber ich muss tatsächlich sagen, YouTuber ist immerhin noch mal ein bisschen besser als sie oder er. Ey, ich will jetzt nicht sagen so, das ist wirklich kein Disrespect oder so. Ich mein's ernst. Ich weiß wirklich nicht, ob das ein sie oder ein er ist, okay? Wirklich, das ist kein Disrespect, okay? Ich weiß es wirklich nicht, okay? Ich habe das Video gerade nochmal geschaut und ich weiß es auf Ernst nicht. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das irgendwie wisst. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich sag jetzt einfach mal, das ist eine sie, okay? Wegen langen Haare und so, sie ist am Weinen. Würde vielleicht passen, okay? Naja, gut. So, dann fehlt mir jetzt nur noch die andere Frage, die ich beantwortet bekommen muss. Was geht bei ihr ab? Sie heult da nicht wirklich und macht ein TikTok-Video, weil sie nicht weiß, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Der einfachste verfickte Job, den es auf der Welt gibt, die Kaffeemaschine zu bedienen. Das ist der einfachste Job, den es wirklich gibt. So, jeden Morgen, wenn ich runter an meine Kaffeemaschine gehe, weil ich koffeinsüchtig bin und am Tag 15 Espressos trinken muss, damit ich es überhaupt aushalte, ohne zu zittern, da drückt man original nur so 2, 3 Knöpfe und der Kaffee ist fertig. Da steht es sogar beschrieben. Ich gehe jetzt runter. Ich gehe jetzt runter und zeige das euch. Hier, schaut euch den Spaß an. Ihr geht einfach an die verdammte Kaffeemaschine, drückt den An-Knopf. Hier ist der An-Knopf. Einmal drauf. Jetzt geht das wirklich nicht. Einmal drauf. So, und da lädt die Kaffeemaschine. Versteht ihr? 4 Punkte hinher, hinher, hinher. Das steht für sie lädt, okay? Sie lädt. Und dann, nachdem sie fertig geladen hat, boom, einfach eine Tasse da drunter stellen. Oh, verdammt nochmal, Coffee drücken, Coffee, boom. Ihr wählt die Menge hier aus und dann, für was könnte wohl dieser Knopf stehen? Ach ja, zufällig für Starten. Boom. Wieso ist das so laut? Oh, der Sound ist immer crazy. Und tada, genau so macht man sich einen Kaffee. Ah. Ich hoffe, diese Anleitung für einen Kaffee konnte jedem von euch da draußen ein bisschen weiterhelfen. Und ich hoffe auch ihr. Ich hoffe, sie sieht auch dieses Video und ich kann damit ihren nächsten Mental Breakdown verhindern. Gern geschehen. Okay, na gut. Und falls ihr schon dachtet, die Leute, die wir bis jetzt gesehen haben, die haben so ein bisschen was locker da oben, irgendwas scheint da nicht zu stimmen, dann macht euch bereit für die abgefuckteste Story, die ihr seit langem gehört habt, okay? Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal das erste Video und hier seht ihr ein Paar, okay? Dort ist ein Mann, eine Frau und sie machen jetzt zusammen eine Sprite-Challenge. Als kleine Info, die zwei hier sind eigentlich glücklich verheiratet. This ain't Sprite, but this is 7-Up. Fuck. Same thing in it, same thing. Like, I'm shook, you know. I'm not gonna lie to you. I'm shook. Like, you know, when you go to McDonald's and then you get the Sprite and then it's hitched at the back of the throat. Mm. Mm, no, I can't do it. Wait. No, don't be shook, man. Let's go. Three. No, wait. No, let's go. I just take a deep breath. 3, 2, 1. What's wrong with you? Nah, again! Ja, also bis hierhin muss ich sagen, das war eine absolut random ass Challenge, hat gar keinen Sinn gemacht. Keine Ahnung, wieso sie diese Sprite Challenge unbedingt machen wollten für ein TikTok. Ich habe keine Ahnung, aber jeder, wie er Lust hat, okay? Und naja, wie schon gesagt, eigentlich sind die beiden hier ein glückliches Pärchen, doch ihr glaubt nicht, was mit der rechten Frau eigentlich los ist. Denn diese Frau hier ist vom Beruf Gefängniswärterin. Das heißt, sie arbeitet im Knast und passt dort einfach auf die gefangenen Häftlinge auf. So, und daran ist ja eigentlich nichts Schlimmes, oder? Naja, ich will es eigentlich nicht aussprechen, aber tatsächlich sind von dieser Frau hier vor paar Tagen im Internet Videos aufgetaucht, wie sie im Knast dabei gefilmt wurde, wie sie, naja, ihr wisst schon, gemacht hat mit einem Häftling, okay? Sie war im Knast und hat tatsächlich sich poppen lassen von einem Häftling.
Ja, ihr habt richtig gehört und ich versuche es gerade doch irgendwie so freundlich wie möglich für das YouTube-Video auszusprechen, damit es hier im Nachhinein nicht gesperrt wird oder entmonetarisiert, aber ja, im Knast hat sie sich tatsächlich auf Video, ich hoffe ihr versteht es jetzt, weil ich sage es jetzt nochmal deutlich, sie hat sich auf Video im Knast von einem Häftling lassen, okay? Und ja, ich weiß, ihr kleinen Schlawiner wollt unbedingt das Video sehen, aber ich kann es euch nicht zeigen, auch wenn ich im Besitz von dem Video bin. Ich kann euch nur ganz kurze kleine Standbilder zeigen und da checkt ihr schon, was abgeht, okay? Ja, das hier ist das erste Standbild. Und erstmal an YouTube, das hier ist einfach nur ein nettes Bild, okay? Auf diesem Foto passiert nichts. Und ja, für alle Leute, die hier gerade checken, was da abgeht, ihr checkt, was da abgeht, okay? Ihr checkt, warum diese Hand dort ist, dieser Typ so da steht und runterschaut, ihr checkt, okay? Nächstes Standbild, okay? Erstmal wieder weg, ja? Das hier ist das nächste Standbild, was ich euch zeigen kann. Und ja, ihr seht es. Ja, das ist irgendein Häftling und das ist tatsächlich sie. Das ist die Frau, die wir vor 20 Sekunden noch in dem Video gesehen haben, wie sie mit ihrem Mann eine Sprite-Challenge gemacht hat und es hochgeladen hat auf TikTok. Eine Sprite-Challenge mit ihrem Mann. Und ein paar Tage später taucht dieses Video auf. Sie wollte unbedingt auf Social Media Fame werden, aber leider hat es nicht so geklappt, wie sie eigentlich wahrscheinlich vorhatten mit der Sprite-Challenge, sondern sie wurde halt leider... Naja, auf andere Art und Weise Fame. Aber ihr seht auf jeden Fall an diesem Standbild, wo das Ganze gleich hinführen wird, okay? Ihr checkt es schon. Und ja, die Videos sind wirklich ausführlich. Das erste Video geht 2 Minuten 20, das zweite Video geht 1 Minute 4 und das letzte Video geht nochmal 38 Sekunden. Und ja, ich kann euch sagen, diese 3 bis 4 Minuten, die haben es echt in sich. Und falls ihr denkt, ich laber bis hierhin nur und das kann sie doch gar nicht sein, naja, schauen wir doch einfach mal in einen kleinen Newsartikel, den ich dazu so gefunden habe. Anklage gegen Frau wegen Video, das Gefängniswärter beim Sex mit Häftlingen Zelle zeigt. Linda de Sousa Abreu befindet sich in Haft und wird am Montag vor dem Amtsgericht Uxbridge erscheinen, teilt die Metropolitan Police mit. Eine Frau muss vor Gericht erscheinen, nachdem in den sozialen Medien ein Video geteilt wurde, das angeblich einen Gefängniswärter beim Sex mit einem Häftling in einer Zelle zeigt. Angeblich. Ich weiß nicht, wer von euch diese Videos gesehen hat, aber das ist auf gar keinen Fall ein angeblich. Boah, da geht's voll zur Sache, das ist absolut Feierabend. Gegen die 30-jährige Linda de Sousa Abreu. Okay, was ist dieser Name für ein Zungenbrecher? Aus Fulham im Südwesten Londons wurde Anklage wegen Amtsmissbrauch erhoben. Sie befindet sich in Haft und wird am Montag vor dem Amtsgericht Uxbridge erscheinen. Am Freitag wurde eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet, nachdem die Beamten auf ein Video aufmerksam geworden waren, das angeblich im Gefängnis Wandsworth aufgenommen worden war. Später am selben Tag kam es zu einer Festnahme und am Samstag wurde gegen de Sousa Abreu Anklage erhoben, fügte die Polizei hinzu. Ich frag mich, wieso die Stimmung ist, wenn die so in diesem Polizeisaal sitzen, irgendwie in der Mittagspause, die trinken gerade einen Kaffee, eigentlich ist gerade so die Pausenbesprechung und auf einmal zeigt so irgendjemand, der auf Twitter unterwegs ist, sieht er so dieses Video und sieht seine Kollegin einfach da drin und checkt so gerade, was hier gerade eigentlich abgeht. Und dann zeigt er das seinen Kollegen so, yo, hast du schon das neue Video von ihr gesehen? Hast du schon gesehen? Zeig mal, guck mal hier. Oh mein Gott, wie dumm kann die bitte sein? Und es war nicht mal so, dass das Video irgendwie heimlich gefilmt wurde. Nein, wenn ihr dieses Video gesehen hättet, dann würdet ihr wissen, dort waren zwei Häftlinge in der Zelle, einer hat die Kamera übernommen und ihr könnt mir vertrauen, der Typ hat wirklich wie ein Profi gefilmt. Wie in 4K ist er mit der Kamera bis an ihr Gesicht gefühlt dran gekommen. Es gab keine Chance, wie sie irgendwie die Kamera nicht hätte sehen können. Charlie Taylor, der Chefinspektor der Gefängnisse, sagte, die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Inspektion seien zutiefst besorgniserregend. Was für durchgeführte Inspektion? Die tun so, als wären die Sherlock Holmes. Chillt, ihr habt das Video gerade einfach nur auf Twitter gesehen. Irgendwelche Larrys auf Twitter haben wahrscheinlich so Tage vor euch mitbekommen, was eigentlich bei euch abgeht. Ja, da würde ich mal sagen, dickes, fettes GG. So kommt man auch um seinen Job, wenn man gar keinen Bock mehr hat auf alles. So lässt man sich auch einfach easy kündigen. Ja, nur leider muss die Arme jetzt... Obwohl, was sage ich, die Arme? Die hat ja selber reingeschickt. Ja, nur leider muss sie jetzt vor Gericht und wird wahrscheinlich eine dicke, fette Strafe dafür bekommen. Vielleicht sogar selber noch in den Knast. Boah. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, was das für ein 180 Grad Turnaround wäre. Sie war Gefängniswärterin, 2 Monate später, sie ist einfach selber im Knast. Aber ja, bis dahin, Freunde, war es das jetzt erstmal wieder mit dem Video. Ich hoffe, das war genug Zerstörung eurer Gehirnzellen bis hierhin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns morgen wieder. Und checkt auf jeden Fall meine anderen Channels ab. Baba Memes und Verbrechen hautnah. Da kommt die ganze Zeit neuer, frischer Content. Wir sehen uns. Bis morgen. Ciao, ciao.